Persistenz. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Heute geht es um Persistenz. Persistenz heißt auf etwas bestehen. Persistenz ist auch eine gewisse Intensität des Durchhaltevermögens. Persistenz kommt vom Lateinischen persistere und das heißt eben auf etwas bestehen. Persistenz heißt, du willst etwas haben und du bestehst auch darauf. Persistenz heißt, du willst etwas erreichen und du bringst Energie rein und lässt dich davon nicht ablenken. Persistenz heißt, du willst etwas erfahren und du suchst. Und wenn du etwas nicht erfährst, dann suchst du weiter und du suchst weiter und weiter. Manchmal ist diese Art von Persistenz hilfreich. Manchmal gilt es, wirklich intensiv nach etwas zu forschen, mit Engagement etwas zu tun, mit Durchsetzungsvermögen und immer wieder zu forschen und dich nicht ablenken zu lassen. In manchen Fällen ist Persistenz gut. Nicht in allen Fällen ist Persistenz gut. Es gibt zu viele Menschen, die zu schnell aus allem Möglichen eine Prinzipienfrage machen und aus falsch verstandenem Gerechtigkeitssinn auf allem bestehen, was ihnen in den Sinn kommt, was sie denken, was richtig ist. So schafft man nur überflüssige Konflikte. In der Mehrheit der Fälle ist Anpassungsfähigkeit gut, Flexibilität gut, ist das Überlegen vor dem Hintergrund meiner übergeordneten Anliegen, vor dem Hintergrund meiner übergeordneten Werte und Ziele, vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Anliegen, Ziele und Werte, was ist jetzt gut und geschickt? Und oft ist es gut, von seinen eigenen Vorstellungen Abstand zu nehmen. Und oft ist es auch geschickt, seine eigenen Wünsche denn etwas nach hinten zu rücken. Aber manchmal ist es wichtig, Persistenz zu zeigen. So ähnlich, wie ich jetzt gerade dabei bin, dieses Lexikon der Tugenden zu besprechen. Und da gibt es auch öfters mal Hindernisse. Da gibt es manchmal Tage, wo viel zu tun ist. Da gibt es manchmal auch Wunsch, ich könnte ja etwas mehr spazieren gehen. Da gibt es manchmal Menschen, die meinen, ich müsste alles mögliche andere tun. Und so gibt es Verschiedenes. Aber ich habe es irgendwo, spüre ich, das soll ich machen. Das ist meine Aufgabe. Also tue ich sie mit einer gewissen Persistenz. Und so geht eins nach dem anderen und so wird dieses Lexikon auch schrittweise fertig. Und das gilt relativ häufig. Man weiß zum Beispiel heute, dass die Menschen, die erfolgreich sind, die haben Durchhaltevermögen. Die haben Durchsetzungsvermögen nicht so sehr als Durchhaltevermögen, Ausdauer, Selbstdisziplin. So ist jetzt gerade Anfang März 2015, da gibt es auch gerade einen Spiegeltitel, und da steht Konzentrier dich und darunter steht als Untertitel Bleib dran. Das Dranbleiben, das ist sehr häufig etwas Wichtiges. Zu viele Menschen in unserer heutigen Zeit folgen der kurzlebigen Gesellschaft und den kurzlebigen Dingen und eins nach dem anderen machen sie, aber sie vergessen, dass an dem, was wirklich wichtig ist, sie auch Persistenz zeigen sollten. Und es gibt die andere Art von Menschen, die versuchen, bei allem Persistenz zu zeigen und deshalb auch wieder nichts zustande kriegen, weil sie überall anecken. In diesem Sinne, Yoga ist Geschick im Handeln, sagt Krishna in der Bhagavad Gita. Und so gilt es, in der richtigen Weise Persistenz zu zeigen für die Dinge, die wichtig sind. Und auch beim Durchführen muss man manchmal flexibel sein, aber das Anliegen selbst mit Persistenz verfolgen. Jetzt überlege selbst, was gibt es für Anliegen, das du vielleicht mit Persistenz verfolgst? Was ist etwas, wo du deine Energie und Durchhaltevermögen einsetzen willst? Wo willst du dranbleiben, auch wenn es schwierig wird? Und wo bist du vielleicht zu häufig persistent? Wo wäre es vielleicht klüger, nachzugeben? Denn in gar nicht wenigen Fällen heißt es, der Klügere gibt nach als guten Ratschlag. Es ist gut zu überlegen, wo will ich Persistenz üben, wo will ich nachgeben, wo will ich flexibel sein, wo will ich Anpassungsvermögen zeigen. Ja, das war's für heute. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten zum Thema Persistenz. Durchhaltevermögen, am Ball bleiben.